Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Hausflipper, meine Lieben. Ja, ich hatte gesagt letztens, dass wir das Haus, unser Büro mal von außen noch ein bisschen hübscher machen. Da fangen wir gleich mal damit an. So gut wie es geht. Na? Das ist wahrscheinlich auch von innen noch dreckig hier. Aber hier oben sehen wir das an der Minimap, wo wir zu putzen hätten. Das ist bestimmt innen. Ah, hier ist auch Dreck. Na, kriegen wir das hier noch sauber? Ja. Hier unten. Ja. Hier das Fenster und das Dach. Ja, und wenn wir dann so weit sind, dass wir neue Paneelen oder Farbe an die Wand bringen können, dann machen wir das natürlich alles auch noch ein bisschen hübscher. Wo ist es noch dreckig hier? Ich denke mal, das ist eher innen. Ja, hier ist Dreck. Ja, man kann sich hier orientieren an der Karte. Da sieht man das, dass das dann auch immer alles verschwindet. So, und hier. Ja, wie gesagt, im Garten hier könnte man mal schnell das Unkraut entfernen. Die ganzen Brennnesseln. So, das können wir aber alles später noch machen, wenn wir dann die Gartenwerkzeuge haben. Jetzt brauchen wir erstmal wieder unseren Mop für alles. So, Fenster von außen. Na, erwischen wir den Dreck hier? Wir putzen doch schon wie wild. So. Ja. Okay, und der andere Krams ist innen. Na, wir haben jetzt von außen erstmal ein bisschen gemacht. So, und dann gucken wir mal, was wir für Aufträge haben. Immer noch drei Elsa König, ein bisschen Kies und Sträucher. Ja, wir können ja mal einen Gartenauftrag machen. Hallo, ich habe zu Hause eine exklusive Zahnarztpraxis. Ich komme mit Löchern in Zähnen zurecht, aber nicht mit Löchern im Boden und mit Unkraut. Ich bitte also sehr, schütten Sie das Unkraut in den Rasen vor dem Haus mit Kies zu oder mit irgendwelchen anderen Spänen. Bitte pflanzen Sie dann etwas hinein, bitte, damit es schön wird. Grüße, Elsa König. Okay, das machen wir mal. Dann gehen wir mal zur Frau König und machen den Garten schön. Ne? Wenn ich das hier so sehe, sieht es schon ganz schön chaotisch aus. Ne? Ja, du kannst jetzt den Garten gestalten. Du findest Pflanzen in der Kategorie Garten im Shop auf dem Tablet. Okay. So, das Unkraut weg. Noch irgendwo Unkraut? Ja, hier. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Okay, aber wir müssen es ja sowieso zuschütten. Wir haben einen neuen Fertigkeitenpunkt, das ist auch sehr schön. Gut. Entferne Unkräuter habe ich ja gemacht. So. Bin ich ja schon voll dabei. Zweifarbiger Kies. Dann machen wir mal zweifarbigen Kies. Zwar eckig.
So. Dann schütten wir den hier drauf. Na, ein bisschen drüber rausgekommen, aber naja. Dann ziehen wir es eben bis ganz an den Rand. Ich weiß nicht, ob man das wieder wegkriegt, wenn man links drückt. Nee. Quatsch, ich wollte den Kies. Ja, genau. Müssen wir schon ein bisschen ordentlicher machen hier, nicht so schlumpern. So. Dann brauchen wir Nadelstrauch. Was nehmen wir denn für einen? Rohrnadelstrauch. Wir nehmen den hier, ne? Wie viele? Ein. Warte mal, dann müssen wir uns ein bisschen ausrichten hier, dass man das vielleicht mittig reinsetzt, so. Wie lange muss ich denn graben? Okay, jetzt können wir das Ding einsetzen hier. So, und dann müssen wir auch noch gießen. Okay. Hier haben wir auch wieder Unkräuter. Das weg, das weg. Das weg. So, noch mehr? Ja. Jetzt brauchen wir wieder zweifarbigen Kies. Ich würde sagen, wir nehmen wieder das. Und jetzt ein bisschen ordentlicher, ne? Gras muss verschwinden, dass wir ja ordentlich ein Feld haben zum Arbeiten, ne? So, wieder einen Nadelstrauch. Nehmen wir wieder den großen oder nehmen wir dann kleineren? Wir gucken mal. Einen Nadelstrauch. Wir könnten ja mal so einen... Wir nehmen den hier. So, wieder so ein großer, oder? Na gut. So. Buddeln. Ja. Sehr schön. So. Haben wir es denn? Oder müssen wir hier noch mehr machen? Ja, wir müssen noch mehr machen. Wieder einfarbiger Kies. Das sind aber richtig riesige Dinger, die wir da gepflanzt haben. Naja. Aber die Dame will das ja so haben. Also machen wir... Ach nee, halt. Eckig. Ich weiß ja nicht, ob man das so macht, dass man auf
Gras einfach Kies so drauf haut. Aber offensichtlich stört die das dann nie, wenn das Gras wieder durchwachsen würde. Ich weiß es nicht, aber naja. So, und dann will sie wieder einen Nadelstrauch. Na, wir nehmen denselben wieder. So. Machen wir der Frau König ihren Garten. So. Und da hätten wir das. Jetzt haben wir hier noch die ganzen Unkräuter wegzumachen. Noch mehr? Ja, irgendwo muss noch Unkraut sein. Hä? Wo ist hier noch Unkraut, bitte? Ich sehe keins. Wo ist hier noch Unkraut? Hier? Okay. Den Kies, bitteschön. So, und wir brauchen noch mal einen Nadelstrauch. Vielleicht suchen wir uns doch mal hier einen kleineren aus. Nee, da muss ich mich auf das Feld stellen. So, da gucken wir mal, ob wir vielleicht einen kleineren finden hier. So einen. Setzen wir den hier hin. Das Loch war tief genug. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Vielleicht hätten wir alles kleine setzen sollen und nicht die Riesendinger. Naja. Ist egal, wir haben es jedenfalls erledigt. Die Frau hat ihre Nadelsträucher gekriegt und Kies. Ob ihr das gefällt, ist eine andere Frage, ne? Wir haben aber auf jeden Fall mal Geld verdient. Wäre nur schön, wenn es wieder schneller laden würde hier. So. Fertigkeitenpunkte hatten wir aber bekommen, dachte ich. Ja. Hier besseres. Wir brauchen mehr Geld, ne? Und hier haben wir für den Gärtner. Ausgestattet, Grastrimmer. Gärtner sind sichtbar, ungemähte Rasen auf der Minikarte. Wir machen mal das zuerst, so. Und wir haben aber... Doch, jetzt haben wir hier das Zeug zum Verkaufen. Oh, das ist doch mal schön. Da hauen wir jetzt den ganzen Krempel weg, der hier hässlich aussieht. Das lassen wir. Das brauche ich auch nicht. Dieses Werkzeug braucht auch keiner. So. Das alte Ding auch nicht. Wie viel Geld habe ich denn? 33.000. Da kann ich noch nicht viel machen. Da muss ich erstmal den... Oh.
Wir gehen irgendwo anders auf Toilette und waschen uns die Hände. Aber wenigstens putzen können wir mal unser Büro ein bisschen, ne? Wenn wir schon nicht haben, können wir wenigstens putzen. Haha. Ich sehe nicht. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier noch Dreck? Das Ding kann weg. Ich stehe im Badezimmer. Eigentlich hier, ne? Genau. Hier muss noch irgendwo Dreck sein. Wenn man sich die Karte anguckt, muss hier noch irgendwo Dreck sein. Ist das außen? Wahrscheinlich. So, da können wir hier putzen. Oben. Und hier hinten in der Ecke ist auch noch Dreck. Komme ich gar nicht hin, oder was? Doch. Naja, wenigstens können wir einen Tisch abputzen. Haha. Ich finde das ja wieder herrlich. Ja? Wo bitte ist es? Wahrscheinlich von außen Dreck. Ja. Gut, ja, ihr Lieben, ihr seht, eine ganze Menge Arbeit haben wir noch vor uns, bis wir wieder ein ordentliches Büro haben. Und ich würde sagen, wir können ja noch einmal in, oh, jetzt haben wir noch so viele Aufträge. Amaranthrote Wände, das können wir ja noch machen. Bonjour, ich würde gerne dem doch recht schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Ich hätte gerne einen Teil der Wände in Amaranthrot. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, hätte ich fast vergessen. Können Sie auch gleich die kaputten Steckdosen reparieren? Merci im Voraus, Amanda Johnson. Okay, das machen wir noch schnell. Und dann war's das für heute, ne? Vielleicht können wir gleich unsere Fähigkeiten noch ein bisschen verbessern. Du hast einen Pinsel bekommen. Gratuliere, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du die Wände mit einem Pinsel streichen. Du musst nur noch mit dem Tablet Farbe kaufen. Okay, das kriegen wir hin. So, also hinein in das Haus. Und irgendwo waren Steckdosen kaputt. Wo war das? Bilde mir ein. Nee. Ey, ich wollte die nicht verkaufen. Wo war denn die Steckdose? Mal gucken, ja. Kann ich das Bett erstmal nach draußen schieben hier? Ja, wir stellen es erstmal hier hin. Irgendwo war eine kaputte Steckdose. Ich weiß, dass das hier drinnen war, früher. Früher war das mal hier drinne. Muss ich mal ein bisschen gucken. Nee, hier auch nicht. Ich bin wieder heldenhaft. Ich war echt der Meinung, dass die hier drinnen kaputt ist, die Steckdose. Wo ist denn das hier? Aber hier steht sie auch gar nicht dran. Oh, ich bin im falschen Zimmer. Na, hier ohne. Oder? Nee. Dann vermute ich, dass das vielleicht hier drinnen ist. Steckdose, genau. Nur Frage. Wo? Nee. Wo ist die Steckdose kaputt?
Ah. Ich war im falschen Zimmer. Ich war im falschen Zimmer. Wir sind also auch noch Elektriker. So. Da können wir ja den Schrank wieder hinstellen. So, und dann können wir streichen. Amaranth rot. Ja, Amaranth rot. Wo streichen wir das? Wir kaufen erstmal Farbe. Naja, da würde ich sagen, machen wir hier erstmal die Wand. Da reicht die Farbe gar nicht. Die wird sich freuen, dass ich ihre Nachttischlampe verkauft habe. Eieiei. So, dann machen wir hier gleich weiter. Ich hätte mein Handy ausschalten sollen. So. Ich würde sagen, die Wand machen wir auch noch hier. Bis zur Küche, bis zum Kühlschrank besser gesagt. So. Schon wieder nachfüllen. So, da hätten wir das. 39%. Jo, dann müssten wir den Rest hier in Grau machen, oder? Wir kaufen noch graue Farbe. Ich finde das auch immer wieder interessant, dass man. Streichen kann, ohne dass man sie irgendwo abkleben muss oder dass man Fußboden oder Möbel schützt mit Folie oder so. So lasse ich mir renovieren gefallen, wenn kein Dreck anfällt. Ne? Das wär's doch. Traum jeder Hausfrau. Wenn der Mann renoviert und es gefällt kein Dreck an. Ja, das wäre nicht schlecht, ne? Aber leider ist dem ja nicht so. Da haben wir es gemacht. Ach, hier unten müssen wir noch Farbe. Vielleicht hätte man es gerade andersrum machen sollen, ne? Die rote Farbe hierhin. Aber naja, ist nicht mein Haus, ich muss hier nicht wohnen. So, aber
alles in Grau. Wir haben 63%. Machen wir hier noch. Bis dahin. Ja. Hier unten vielleicht noch. Und den Rest machen wir in dieser roten Farbe. So. Ist ja nicht mein Haus. Hauptsache, ihr könnt den Auftrag abschließen. Wo bin ich denn? Wieso hänge ich jetzt fest? Hallo? Ich hänge in der Lampe fest? Wie kann denn das passieren? Gibt es hier irgendwas wie befreie mich? Nö. Ich muss mal ganz kurz das Spiel neu starten. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich habe tatsächlich in der Lampe festgehangen und bin da nie wieder rausgekommen. Ich musste also das Spiel neu starten. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Dass wir hier zum Ende kommen mit diesem Auftrag. Okay, wir müssen also... nochmal eine neue Farbe kaufen. Wir haben hier doch einen ganz schönen Verbrauch von der roten Farbe. So. Na, ich würde sagen, wir machen das doch hier mit dem Rot. Sieht besser aus, würde ich sagen. Nicht so abgehackt, ne? Schön, dass wir jetzt auch noch einen neuen Fertigkeitenpunkt haben. So, da haben wir es gleich. Da haben wir es gleich geschafft. Hoffe ich. Nee, ich will noch nie den Auftrag beenden. Wir sind ja noch gar nicht durch. Wir sind noch nicht ganz durch. So. Oh Gott. Wir haben wirklich hier zwei solche Töpfe gebraucht oder drei? So, jetzt haben wir es aber geschafft. Nee, ich will hier nochmal was kaufen. Ich will verkaufen. So. Okay, also, wir haben den Auftrag jetzt auch abgeschlossen. Ob das schön aussieht, das sei mal dahingestellt. Aber wir haben ihre Wünsche erfüllt. Und da können wir jetzt den Auftrag beenden. Nee, 75%? Wieso? Was fehlt denn noch? Was haben wir denn jetzt noch nie gemacht? Ich war der Meinung... Wir hätten das. Wo habe ich denn was vergessen?
Ach, hier ist noch eine Steckdose. Irgendwo noch eine Steckdose kaputt. Hier in der Ecke. Moment mal, da muss ich die Blumenvase rüberrücken. Nö, hier ist es nicht. Moment. Ach, hier. Oh, okay. Alles klar. Man muss auch die Augen aufmachen. Dann müssen wir eben wieder ein bisschen Elektriker spielen. Hier noch die Steckdose reparieren. Okay, jetzt habe ich alles geschafft. Okay. Dann verlassen wir dieses Haus. Tür zu. Und jetzt haben wir es. 1402. Ne? Das ist doch schön. So, ihr Lieben. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Wir gehen zurück in unser Büro. Und vielleicht können wir beim nächsten Mal sogar bei uns ein bisschen streichen. Dass wir da ein bisschen ein ansehnlicheres Häusel haben, beziehungsweise unser Büro, ne? Ja, mit 34.000, naja. Okay, ihr Lieben. Also, wie gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen, für euer Interesse. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder mit reinschauen. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!